So, das Licht geht schon mal aus. Jetzt wird's mich mal interessieren. Einmal mehr, wie sieht's aus mit euch, SG-Fans? Seid ihr gut drauf an diesem Sonntag noch mit mir? Ja? Na, jetzt sehe ich nachher noch ein bisschen mehr, aber schon mal ganz gut hier in der Ebenplatz Arena. Gemeinsam mit unserer Mannschaft werden auch gleich unsere Einlaufkinder hier das Spielfeld betreten. Und das sind heute Nachwuchsanwohner der HG Steinlein, Klein-Gottwar. Ich denke, das sind vielleicht noch ein paar Menschen dabei. Und dann sehen wir die Jungs zusammen mit den Einlaufkindern hier die Halle betreten. Thank you.
auf die Videoglocke. Wir sind eigene Experten hier in Wien. Können wir singen? Alexander Zerobek mit dem 1:2. Thank you.
von 6 zu 3. Hinter dem Vorderchen mit dem 8 zu 6.
7 Meter heißt genau Tom Ringe. Keine Chance für Evo, lass es sein mit 8 zu 7. So, es geht los. Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Und die Jungs unterstützen auch nichts. Zwei Minuten Zeitstrafe gegen Paco Bartz.
Luca de Bruno, das Tor war leer, es steht 9:8. Gleich beim Nordzug, da war unsere Jungs, die sind heute beide sitzen. Alexander Terbole, noch 10:9, der Spielstand. Ja, was für ein herrlicher Spielzug, anders bleibt bei 11:9. Wie sieht's aus, ihr Spielfans? Wir sehen auf die Linie.
Weiter geht's. Zeitstrafe für die Nummer 19, der HSG Nordhorn-Wingen, Luca de Boer. Ja, da stand dann ganz frei Alexander Tabolek, 12 zu 10. Unsere Nummer 2 war erfolgreich. Alex Terwolke, sein vierter Treffer des 14-12. Thank you.
Bruns für 17. Es steht 15 zu 11. Und das Tor für die SG durch Gerbers. Niki Berjans, 15 zu 13. Ja, und da war ordentlich Pech dabei bei Baba. Es geht die Halbzeit. 15 zu 13, der Spielstand, wie immer präsentiert von Lotto Baden-Württemberg. Zwei Tore Führung für die SG, 15 Minuten Halbzeitpause.
Ja, wir haben eine Personensuche im Lokal. Sucht der kleine Niklas, sein Papa, der Hopse oder so heißt. Hat ein orangenes T-Shirt und der kleine Niklas im Block H, der sucht seinen Papa. Möchte bitte in den Block H kommen, der Papa. Dankeschön. Auf unserem Videogruppe nun ein Endergebnis und ein Zwischenstand aus der zweiten Handball-Bundesliga. Der Bergische HC gewinnt gegen den EHV Aue 31:27, ist damit weiter verlustpunktfrei, zieht seine Kreise an der Tabellenspitze der zweiten Liga. Und beim Spiel HC Elbklorenz 2006 gegen den Teufel Eintracht Hagen, das sind die beiden Aufsteiger, da steht es zur Halbzeit 14:14. Die beiden Mannschaften sind bereits zurück auf dem Spielfeld oder zurück am Spielfeld an. Das heißt dann bei euch, liebe Handballfans, langsam aber sicher zurück auf eure Plätze zu kommen. Gleich geht es weiter in der zweiten Halbzeit. SGW Bietigheim gegen die HSG Nordhorn-Wingen. Es steht zur Halbzeit 15:13. Und es ist so, wie ich es gesagt habe, zwei Mannschaften auf Augenhöhe treffen hier in der Egetanz Arena aufeinander. Noch liegt uns HSG in Führung mit zwei Toren. Ich hoffe, es bleibt auch bis zum Ende so. Da müssen die Jungs noch etwas dafür tun und wir alle hier in der Halle natürlich auch. Gleich geht's los mit der zweiten Halbzeit. Und dann will ich was hören hier in der Egetanz Arena von euch auf den Ringen SG-Fans. Und da haben wir schon mal einen Pfiff. Mit Ballbesitz SGW gegen Bietigheim. Thank you.
Der erste Treffer der zweiten Halbzeit geht in die HSG Nordhorn-Lingen, lass es sein. Es steht 15 zu 14. Das Ding in den Posten ging, abgefälschter Ball, keine Chance für Björn Burmester. Es steht 16 zu 14 und das Tor für die SG durch unsere Nummer 17. Gerlas! Es war sein fünfter Treffer heute Nachmittag. Niki Bergans mit dem 16 zu 15. Ja, wenn er so viel Platz bringt, dann ist es kein Problem mit Tabulke. Ausgleich 16 zu 16. Und die Führung für die SG zu 17 zu 16. Sechster Treffer heute Nachmittag. Die Nummer 17 der SG. Gerd Dass. Thank you.
euch die Nummer 22. Merci beaucoup, Marco! Zeitstrafe gegen unsere Nummer 10, Panagiotis Elifopoulos. Jens Wiese in den 28-17. Lass es sein. Das nächste empty goal vor Ausgleich 18-18. Und das steht unser Kapitän. Es steht 19-18, das Tor durch die Nummer 4 der SG, Patrick! Sieben Meter für die HSG Nordhorn-Lingen. Ja, zum zweiten Mal das Duell, lass es sein, gegen den Dominik von Ebner. Auf geht's, Ebo! Keine Chance für Domenico, es steht 19-19. Ausgleich 20-20, lass es sein. Thank you.
7 Meter für den SGW Bietigheim. Das ist ein toller Spielzug, der Hannes gemacht hat, wegen dem Ausgleich durch die Gewehr jetzt 21:21. Hier gibt es die Antwort, sofort durch uns von Nummer 7, 22:21, Dankeschön. Dominik! Unser Kapitän war es. Es sind 25:23 Alexander Zerbolbeck.
26 zu 23, Heidhofen-Führung, der Neubaster Kapitän der SP, Patrick! Die Auszeit genommen von Heiner Fünfmann. Ja, es geht hin. Sie darf euch auf den 14. November einstimmen. Das ist das nächste Heimspiel unserer Männer. Hier in der Regentanz-Arena anpfiff um 19.30 Uhr an diesem Samstag. Da geht es dann gegen den EHV Aue. Es lässt sich gut an hier am Sonntagnachmittag in Wittigheim. Thank you.
Es gibt 7 Meter für die HSG Nordhorn-Lingen. Ja, keine Chance für Jürgen Müller. Es steht 29 zu 24 nach dem Treffer von Lasse Seid. Philipp Koliczek, 30 zu 25. Die dritte Auszeit genommen von Heiner Bündner, Team Time Out ausgenommen von Bündner. Ja, der SGB Bündner gesagt heute Nachmittag Dankeschön. Bei 1489 Zuschauern, vielen herzlichen Dank, dass ihr trotz bestem Herbstwetter hier in die Halle gekommen seid.
Und ich denke, ihr habt es bisher nicht bereut. Dankeschön. Lutz Heini, 31 zu 26. Einmal mehr der Kapitän, Patrick! Lasse Seide. Jetzt nimmt Patrick Meyerhofer die zweite Auszeit.
40 Minuten sind noch zu spielen. Wir haben gebraucht. Und wir wollen das nächste Tor unserer Jungs sehen. Luca de Cura, 32 zu 28. Lutz Heidi, 33 zu 29. So, 2 Minuten sind es noch. Thank you.
nochmal 7 Meter für Mannhoff. Lasse, Zeile, 34, 36. Noch einer geht noch. Auf geht's. Von Lotto Bahn Württemberg 34 zu 30.